Guten Morgen aus Moskau. Ein neuer Tag hier. Und heute ist ein besonderer Tag, denn heute wird Deutschland spielen und auch Brasilien. Brasilien spielt sogar hier in Moskau heute um 9 Uhr abends. Von daher ist es hier auch voll mit Brasilianern. Das ist echt krass und heute Abend werden alle ausrasten. Und Deutschland spielt um 5 gegen Nordkorea. Leider gehe ich nicht ins Stadion. Ich habe keine Tickets mehr bekommen, weil ich erst so kurzfristig entschieden habe, herzukommen. Genau. Ich werde jetzt erstmal in die Stadt fahren. Ich will noch zum Gorki Park, ein ganz bekannter Park hier, den ihr vielleicht schon kennt von dem Lied Wind of Change oder so. Da kommt der vor. Und zum Kreml, wenn es klappt. Also ich habe viel vor heute. Und ja, dann legen wir mal los. Ich werde jetzt den Gorki Park besuchen. Den kennt ihr wahrscheinlich aus dem Lied Wind of Change. Down to Gorki Park. Der ist hier gleich ums Eck. Und ich wollte euch noch kurz hier diese Statue zeigen. Das ist Lenin. Und hier in Moskau gibt es sehr viele Denkmäler und Statuen von Lenin, weil er sehr beliebt beim Volk war. Und deswegen gedenken die Russen sehr gerne Lenin. Es gibt ja auch hier das Lenin-Mausoleum. Das werde ich vielleicht heute oder morgen auch noch besichtigen. Da ist Lenin aufgebahrt und man kann seinen Körper besuchen. So, jetzt geht's zum Gorki Park. Oh, noch ganz kurz. Schaut mal, Leute, das hier heißt Stopp auf Russisch. Lustig, oder? Ich bin jetzt hier an der Moskau, glaube ich, heißt der Fluss, der Moskau durchquert. Und jetzt muss ich hier über die Brücke rüber und dann geht's zur, ich glaube, sie heißt Erlöserkirche oder so, die will ich gerne anschauen. Genau. Boah, und Moskau ist echt groß, man muss so viel laufen hier. Aber schön. Copa Guadalupe. Und ich bin angekommen. Das hier ist die Christus-Erlöser-Kirche, glaube ich. Genau. Und eine Freundin hat mir gesagt, sie ist sogar schöner innen als die St. Basilius-Kathedrale. Also mal schauen, ob wir da reinkommen. Julian, muito, muito amarelo. Dois brasileiros aqui em Moscou. Cantando agora poemas brasileiros. Nossa, vocês estão em cada lugar. Que incrível! Então, comida muito misturada: pizza, salada, Fanta. E estou aqui no GUM de novo. So, ich bin hier beim Fanfest angekommen. Sehr wenige deutsche Fans. Flagge habe ich dabei.
Und das Bild hat schon angefangen. Von daher muss ich mich beeilen. Und davon ist schon. Касаний довели дело до удара своего лидера, но торжество не попало. Добрый вечер, сборная Германии. Пора просыпаться. Это называется, потому что немцы владеют мячом на процентов. Я, кстати, еще один удар с близкого расстояния. Это что, выучил? Вот. Estou aqui no centro agora depois do jogo. Nossa, tem muitos brasileiros aqui em cada lugar. É incrível. Muita festa. Thank you.